It's Tooltime. Ja, nee, eben nicht. Heute mal doch auch einer boxen, aber das ist jetzt ein Film für meinen RC-Freund Sascha. Und zwar hatte der mir in den Kommentaren eine Frage gestellt gehabt, ob ich den Kühler ja, mal aus- und einbaue, beziehungsweise das mal vor laufender Kamera mache. Tja, jetzt ist das neue Ding schon drin, wie man sieht. Und da sind ja nur, wenn man den Luftfilter abbaut, zwei Schrauben, die durch den Vergaser in den Kühler reingehen und angezogen werden. Und dann vorher natürlich noch, oder je nachdem, wie man rum das auseinander nimmt oder zusammenbaut, dann zwei Schrauben noch in den Zylinderkopf befestigt werden. Da fällt mir noch ein, die Seite bei mir, zumindest bei dem Zenoa, bei der rechten Seite, wenn da einer mit Schraubenlack hantieren sollte, meint, das machen zu müssen. Da müsst ihr aufpassen, dass da nichts reinläuft, weil das Gewinde, was drin ist, das ist irgendwann mal zu und dann packt die Schraube zwar, man denkt, man hat sie angezogen, ist aber noch locker. Da müsst ihr aufpassen. Die andere Seite ist so, dass man den Dreck oder Schraubenlack oder was man da reinfriemelt, auf der anderen Seite wieder rausdrücken kann. Da ist der Kanal offen nach hinten. Also da müsst ihr daran denken, sonst habt ihr eine Seite schön feste, die andere habt ihr angeknallt und da hat sich dann das Material hinten in den Loch gestaucht und die Schraube kann nicht angezogen werden, aber ihr meint, dass sie fest wäre, weil man es nicht sehen kann. Nur mal ein Tipp von mir. Ja, jetzt packen wir erstmal da aus, dann komme ich dann gleich nochmal zu deiner Frage mit dem Ein- und Ausbau. Hier wieder ein klassischer Fall von einem freudigen Postboten, der das Dingen, man sieht, das ist hier schmaler und der dicker, in den Briefkasten reingestopft hat. Wie ich erfahren habe, hat er wohl gebimmelt, aber als ihm nicht aufgetan wurde, stopfte er das Ding einfach gnadenlos in den kleineren Schlitz rein. Ja, was nicht passend ist, wird passend gemacht, so die Devise von dem Postboten. Sowas geht mir langsam auf die Eier, muss ich ehrlich sagen. Also ich komme hier, entwickle mich hier wirklich noch zu Motzki, aber das sind Sachen, die kenne ich von früher nicht, dass der Postbote das so da rein bramt und man kann ja auch das Paket beim Nachbarn abgeben oder so oder dann zumindest im Flur werfen. Das ist mir immer noch lieber, als dass die Briefkiste darunter leidet und dass der Inhalt darunter geschrottet wird. Ach so, die Teile guckten auch schon raus hier aus dem Paket. Wie man sieht, kommt das wieder aus Deutschland. Kann man in die Tüte gucken, außer frische Luft, nichts drin. Und ja, man sieht, es ist hier schon ziemlich eingedötscht. Aber da war Glück gehabt. Das Hardcase. Ich glaube, das hat das Ding überlebt. Musste der Postbote wissen, außer hier diese Beule, die mir jetzt persönlich nichts weiter ausmacht, aber die da nicht hingehört. Und ja, ist schade, wenn so Sachen neu sind und werden dann mutwillig, ja auch sowas hier. Das war wahrscheinlich die erste Seite, die er versucht hat reinzuprahmen oder irgendwo im Container hin und her gefallen ist. Naja, so lange genug gemeckert. Also Postboten arbeitet an euch. Ich weiß, dass ihr viel zu tun habt und ich respektiere euer Job, der ja hart ist, aber es nützt ja nichts, wenn die Post nicht ankommt oder nur geschrottet da daherkommt. Das ist natürlich Käse. Ja, hier ist ein Gummigriff dran. Was ist das? Mein Puderdöschen-Tasche ist das. Könnte man meinen, ist es aber nicht. Oh, wie geil ist das denn? Ja, so rum gehört's. So, da spiegelt sich mal wieder alles drin. Das sind hier drei Display. Drei ist gut, jetzt zähle ich doch mal durch. Eins, zwei, doch. Drei Displayfolien für die Nintendo Switch. Ist nur so ein kleiner Streifen. Und zwar ist das ja so eine harte Box, dass man die Switch transportieren kann für unterwegs, deswegen ist ja klar. Hier habe ich mal abgedeckt, dass es extra nicht spiegelt hier und alles aufnimmt. Ja, das ist ein geiles Gerät. Also da kann ich euch, wenn ihr da mehr wissen wollt, oder könnt ihr mal googeln, was man da nicht alles mitmachen kann mit den Dingen. Das ist fantastisch. Kaputt kann man es auch machen irgendwie. Ach, hier ist der Knopf. So, Knopf drücken und dann kann man das hier abnehmen. Steckt das in eine Spielhalterung rein, in so eine Konsole, sage ich mal dazu. Und dann kann man auf dem Fernseher spielen. Und das mit der Speicherkarte, das finde ich auch eine geile Sache. Das geht hier, die ist hier unten drin. So. Das wäre, glaube ich, eine 128er oder irgendwie was. Nee, stimmt gar nicht. 258er ist hier drin, genau.
Und man glaubt es kaum, 2 Terabyte könnte das Ding auch verknusten. Also heftig. So, das soll jetzt die Tasche dafür sein. Dann, was geil finde, ist hier kleine Fächerchen. Ihr könnt das vielleicht nicht ganz genau sehen. Hier, das sind alles kleine Fächer, wo diese Mikrokarten reinkommen. Also falls sie mal voll sein sollte. Ich habe mir jetzt nicht so eine geholt, die bis zum Abwinken ist. Jetzt weiß ich gar nicht, war das jetzt doch? Ne, 258, das war für das Notebook. Und hier ist eine 100, noch was, 100, was haben die denn jetzt, Mensch, 128 oder? Keine Ahnung, jetzt bin ich doch im Wind. Naja, hier kommen auf jeden Fall die Speicherkarten dann da rein, wenn das mal hier voll ist. Und hier noch das Gedönse zum Aufladen. Das nützt ja nichts, kennt ihr auch im Notebook. Seid ihr unterwegs, habt ihr den Ladestecker vergessen, dann seid ihr dann nach ein paar Stunden dann auch irgendwie dann offline, ne? So, das finde ich klasse, dass das so machbar ist. Ja, dann schön in der Dingen drin und dem Witz mit der Handtasche, die brennt, kennt ihr ja mittlerweile schon von mir. Macht so ein bisschen so einen Eindruck, aber ja, die Reißverschlüsse, 2 Stück an der Zahl. Und das Ding war wirklich nicht teuer. Also jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ach, ich hatte auch vergessen zu sagen, der Kühler hat auch nur 10 Euro gekostet. Und der Kühler, da könnt ihr mir auch mal was zu sagen. Es ist ja, Moment mal, das könnte ich zeigen. So, jetzt habe ich den, den ich da vorher drin hatte. Der wurde zu heiß, trotz alledem. Das habe ich aber noch nicht probiert mit den dicken Dichtungen aus Teflon, also die 2 mm Dichtungen. Und ja, der ist auch dreckig, etwas dicker, wenn man so den Original dabei packt. Und wie man sehen kann, trägt da ein bisschen mehr auf. Der ist der dünnste von allen, aber mit den Dichtungen wieder genauso dick wie der Original. Und was eine Besonderheit ist hier, das was zum Zylinderkopf, zum Motor hingeht, diese Aussparung oder das Loch da drin, hier ist es ründlicher Form, das passte noch am besten, das ging so gerade. Und aber eine Besonderheit bei dem hier, jetzt fällt euch bestimmt auf, ja, das hat 15, das hat gerade mal 12, glaube ich. Also das täuscht, das ist wirklich extrem kleiner, das Löschchen. Ich mache mal so, jetzt sieht er das besser. Also, und wenn man jetzt den Vergaser davor macht, dann ist natürlich eine Kante da ringsherum. Das war richtig blöd. Das hat aber auch funktioniert, komischerweise. Und jetzt kommt ja die Frage: Bei den neuen Kühler kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Ist das hier ein bisschen kleiner, diese ganze Sache auch anders geformt? Das heißt, wenn die Luft jetzt hier reinströmt, mit dem Gas, Benzingemisch, sage ich mal, da reinströmt, haut das gegen die Kante, verwirbelt dann, geht durch den Motor durch. Und ob das was ausmacht, das wäre meine Frage gewesen. Vielleicht auch was für Sascha. Vielleicht weißt du da Bescheid drüber. Du hast ja deinen Carbonfalter da am Start, das Ding, und hast auch erklärt, hier mit dem Anmachen und so, wie man es macht. Und ich gehe mal davon aus, dass du sehen möchtest, wie ich das Ding dranschraube und Fehler dabei mache. Also ich gehe mal davon aus, dass du weißt, wie das funktioniert, wie man das richtig festmacht, ohne den zu verziehen mit der Zeit. Und ob so ein Alu-Ding sich verzieht, das wird sich dann zeigen. Und dann kannst du mir ja vielleicht mal, oder vielleicht hast du Lust dazu, ein Filmchen zu machen, dann zeigst du mal, wie du das Ding abschraubst und wieder dran schraubst. Und wenn es wirklich nicht weiß, wie es geht, dann werde ich das demnächst mal dann zeigen für dich, wie das dann funktioniert und für die anderen, die das noch nie gesehen haben sollten. Und ist ja natürlich unspektakulär. Das sind ja, wie gesagt, 4 Schräubchen nur, ne? Und dann eben 1, 2, was haben wir da? Ja, eine Dichtung hier, 2 Dichtungen, 3 Dichtungen. Mehr sind das dann, glaube ich, gar nicht. Ne? Naja, ich persönlich, da könnt ihr lachen oder maulen, wie ihr wollt. Ich tue da ein bisschen Schraubenlack mittlerweile da rein. Ich kriege das immer wieder los. Und ob das am Motor Sinn macht, sollte man normalerweise vorsichtig mit umgehen. Ich möchte aber die Schraube, wenn ich sie schon nicht so anknalle, dann möchte ich versuchen, dass sie dran bleibt. Aber ist klar, Hitze und Schraubenlack sind ja natürlich Feinde. Dann löse ich der Schraubenlack wieder. Aber irgendwie ist es dann doch besser reingebrannt, und wer da noch was Besseres zu sagen hat, kann es ja dann auch noch mal vom Stapel lassen. So, das noch mal. Könnt ihr ja mal auf den Kanal gehen. Ist ja, hat ein paar Filmchen drauf und RC Sascha. So, ja, ich hoffe, dann ist das erstmal beantwortet. Und ja, schöne Neujahrsgrüße hatte ich ja schon dann gemacht, glaube ich. Ne? Wenn ich Dito schreibe, heißt das ja dasselbe. Tja,
Jetzt sind wir durch, ne? Ja, ich bin begeistert. Ich bin Xbox finde ich auch klasse. Und ich bin, ja, ich hatte mich damals für PlayStation entschieden und habe die alle durch die Bank am Start. Und ja, was soll man sagen? Aber Nintendo hatte ich früher auch ein Gerät gehabt, das mit diesen dicken Kassetten noch zum Reinschieben und dann auf 2D, sage ich mal, dann Mario Land oder World oder was auch immer zu zocken, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Heute sind das ja ganz andere Dimensionen, wer das schon mal gespielt hat, dass man da, wie man da durch die Welt geht, ist ganz anders. Und wer das noch kennt von C64er und den Gelumpe da und den Commodore und so, dann, ja, ich sag, ne, ja, das waren grob pitzlich alle die Spiele. Nicht zu vergleichen mit heute, es ist wirklich fantastisch, man darf da bloß nicht zu lange dran spielen, sonst kriegt man vielleicht einen am Keks. So, jetzt habe ich keine Lust mehr, lange genug gesabbelt. Und das war ja jetzt nur ein Filmchen für den Jascha. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, bis dann. Und drückt die Daumen, dass schönes Wetter kommt. Quadrocopter fliegen war heute nicht drin, absolut windig. Ich habe es versucht, also an für sich im Karton gelassen. Ich bin ausgestiegen, der Wind ist mir um die Nase gepfiffen. Hat keinen Sinn gemacht, das war einfach zu stürmisch. Das Ding wäre hochgegangen und dann wäre es weg gewesen. Hätte ich nie wieder gesehen. Und aber dann vielleicht dann, wenn das Wetter mitspielt, dann den Vergaser mal testen, ob das, wenn das Gemisch gegen die Kante knallt, ob das von Leistung wegnimmt. Also gut kann das an für sich nicht sein. Also ich kenne das nur immer von Einlässe, Auslässe, Polieren und solche Geschichten da. Und wenn es trotzdem funktioniert, naja, ist gut. Wenn ich jetzt so 3 PS verliere bei der Carry, ist ja nicht weiter schlimm. So, dann wünsche ich euch schönes Wochenende. Bis dann. Tschö. Extintor! 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 Okay.